Ja, moin Leute. Ich wollte euch gerne mal ein neues Update geben von meinem 112 Liter Becken. Ja, ihr seht's. Wasser ist glasklar. Den Fischen geht's gut. Ich hatte ja da vor einigen Wochen diese medikamentöse Behandlung gemacht bei den Pladies. Da hatte ja das eine Männchen, oder das Männchen, ich habe da nur eins, da hatte von den Pladi-Männchen. Der hatte ja eine Verpilzung gehabt an der Schwanzwurzel hinten, oberhalb, also oben an der Schwanzwurzel und am Kopf. Ja, das ist halt, hatte ja gut angeschlagen, hatte ich euch ja berichtet. Man sieht immer noch so eine leichte Stelle am Kopf. Also das braucht noch eine Weile, bis das richtig verheilt. Viel ist da nicht mehr sichtbar. Man sieht noch so eine, ja, wie will man das nennen, Irritation oder so. Ja, ansonsten geht es denen gut. Die Mollys, ihr seht es, die sind unwahrscheinlich gewachsen. Pladi-Nachwuchs ist auch noch drinne. Zeige ich euch dann später nochmal in der Nahaufnahme. Ja, ansonsten, ich hatte von dem Büschelfarn, der hier oben schwimmt, das war ja hier rechts in der Ecke, war das ja ein riesen Busch gewesen. Da habe ich ja einiges rausgemacht. Ich tue das tatsächlich als Schwimmpflanze nutzen. Ich tue das gar nicht groß einpflanzen oder so, sondern ich lasse es oben treiben und finde, da wächst das auch gut. Ich finde, das sieht ganz gut aus, wenn da so die Wurzeln nach unten ins Wasser ragen. Ja, wirkt ganz gut, finde ich. Ja, ansonsten, ich habe halt momentan immer noch die ja, immer noch so eine leichte Algenphase. Also grüne Algen auf jeden Fall. Wenn ich da einen Wasserwechsel mache und mache die Scheiben sauber, innerhalb von 1-2 Tagen hast du gleich wieder so einen grünen Belag drauf. Und auch auf den Blättern von den Pflanzen. Man sieht es hier bei der Cardinalis Mini. Ja, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera richtig erkennen kann. Aber die hat halt überall so ja, grüne Algenbelag, ne? Mal gucken. Auf den Anubias halt auch. Ich muss sagen, die Cardinalis Mini, die wächst relativ langsam. Ich weiß auch nicht, ob ich die noch behalte oder ob ich die irgendwann rausmache. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ja, ansonsten bin ich mit dem Becken wirklich zufrieden. Das entwickelt sich da richtig gut. Den Fischen geht es soweit gut. Die Mollys, die wachsen. Bis jetzt kann ich tatsächlich noch keine Geschlechter irgendwie erkennen. Also ich weiß nicht, die müssen wahrscheinlich noch ein bisschen wachsen. Aber bis jetzt sieht das für mich alles aus wie Weibchen. Aber vielleicht kann man die Geschlechter, vielleicht bildet sich das auch erst relativ spät aus bei den Mollys, keine Ahnung. Und wenn die mal eine gewisse Größe haben, dann alle kann ich da nicht behalten. Das sind einfach zu viele. Das sind zwischen 10 und 15 Stück. Ja, ich muss mal gucken. Ich möchte schon gern ja, ein Männchen oder zwei Männchen und ein Weibchen möchte ich gern behalten. Ich möchte das gerne mal versuchen, denn normalerweise, ich kenne es so, sagt man immer ein Männchen plus 4 bis 5 Weibchen. So, ich möchte es aber gerne mal andersrum versuchen, weil das hatte ich im Internet, hatte ich einen Artikel gefunden, da hat Aquarien Glaser hat geschrieben, in einem Interview teilgenommen. Da ging es nämlich um diese Geschlechterverteilung und da hieß es, dass Züchter zum Beispiel versuchen das halt andersrum. Die nehmen zum Beispiel ein Weibchen und mindestens 3 Männchen. Genau, das möchte ich nämlich mal gern versuchen. Also wenn ich ein Weibchen und 3 Männchen behalte, ja, ob das gut funktioniert, muss ich mal schauen. Mache ich mir aber nochmal näher Gedanken drum, ob ich das wirklich so mache, ich weiß es nicht. Ja, es sind einige Mollys dabei, die sind wirklich nicht
vollkommen schwarz gefärbt. Also es sind welche dabei, die sind wirklich sehr blass, sind nur schwarz gepunktet. Ansonsten sind die, ja, farblos halt, ne? Und dann sind welche dabei, die sind wirklich richtig schön schwarz. Ja. So, da lasse ich euch kurz alleine, dann könnt ihr ein bisschen in das Aquarium reinschauen. Ich bin circa 5 Minuten bin ich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich tue euch mal ein bisschen näher ranrutschen. Vielleicht habe ich ja Glück und kann euch mal den Platin-Nachwuchs zeigen. Guck gerade mal, oft verstecken die sich halt noch, weil die noch so klein sind.
könnt ja mal ein bisschen Futter reinwerfen. Dann kommen die nämlich raus. Ich habe nämlich heute auch noch nicht gefüttert. Ich fütter ja jetzt immer mit dem Futter, was ich da online gekauft hatte, vom Fischfuttertreff. Also das nehmen die wirklich gut an, das fressen die gut. Und ja, bin ganz zufrieden mit dem. Da hinten schwimmt ein kleiner. Ja, da ist ein kleiner. Ist auch ein kleiner. Ah, komm, da. Da ist ein kleiner. Hier vorne ist ein kleiner. Da. Ja, es sind halt noch sehr klein, ne? Aber ich bin froh, dass da bis jetzt einige durchgekommen sind. Dass ich da ein bisschen Nachwuchs habe. Da bin ich ganz zufrieden. Ja, ansonsten. Huch. Die müssen halt jetzt wachsen, ne? Wachsen und gedeihen. Sieht halt jetzt nach einer ganzen Menge Futter aus, aber das fressen die innerhalb des Tages weg. Ich denke bei den einen Platy-Weibchen, was da oben schwimmt. Sieh hier, die ist schon wieder total dick. Also ich denke mal, da wird auch bald ein Nachwuchs kommen wieder bei ihr hier auch. Sie ist auch relativ dick. Also da wird bestimmt bald wieder Nachwuchs kommen. Sie hier auch. Auch eine ganz schöne Murmel dran. Ja. Aber es sind schöne Platys. Also ich habe da echt von der Farbe her, habe ich da echt schöne Tiere erwischt. Ah, ich mag Platys. Das ist so ein richtig schöner Oldschool-Fisch. Mein Vater hatte früher schon immer auch Platys immer gehalten und hat die auch, ja, wenn dann Nachwuchs da war, da wurde dann immer untereinander getauscht und da brauchte der eine mal Fische und der andere und dann hat man mal was dafür bekommen und ja, so hat man halt sich früher untereinander mit Fischen und anderen Sachen versorgt, ne? Ja, beim Füttern kommen sie natürlich alle raus, die Kleinen, ne? Also sind ungefähr, ich habe mal versucht zu zählen, ich hatte mal so 7-8 Stück gezählt. Also schon einiges, was drin ist. Und da schwimmt auch wieder ein kleiner. Da auch, der ist schon etwas größer. Da schwimmt auch wieder einer. Ja. Schon schön, wenn man sieht, wenn ein Aquarium funktioniert.
Ich habe ja mit dem Becken, habe ich ja eine Zeit hinter mir, da lief das ja echt mies. Also ich hatte da so übelste Probleme mit Fadenalgen. Aber seitdem ich mich ein bisschen mehr drum kümmere und halt auch regelmäßig Dünge drin und auch viel mehr Pflanzenmasse habe, ist das wirklich alles, läuft alles viel stabiler und besser. Ja. Also viel Düngen tue ich da ja nicht drinne. Klar, ich mache jeden Tag 1 Milliliter NPK-Dünger rein. Dann einmal die Woche mache ich Eisen rein. Ich hatte, wo ich das Becken neu aufgesetzt hatte, habe ich ja Düngekapseln unten in den Bodengrund rein. Und ja, aber da hinten die Wasserpest, irgendwie will die nicht wachsen. Ich weiß auch nicht, ich habe mit dieser Pflanze einfach kein Glück. Naja. Was will man machen? Muss mal gucken, ich werde die irgendwann rausschmeißen. Ich habe im großen Becken, da wachsen jetzt langsam die, sagt schon, die Echinodorus Ocelot Green. Die hat ja so einen langen, strunken Ableger bekommen, wo die Ableger dran wachsen. Und das sind schon zwei kleine Ableger dran, die sind schon echt gut gewachsen. Die lasse ich jetzt nochmal wachsen, ein paar Wochen. Und dann werde ich mal eine da reinsetzen. Da hinten rechts in die Ecke. Hier so in die Ecke rein setze ich eine Echinodorus Ocelot Green. Mal gucken, wie die da drinne wächst. Die Amazonas-Schwertpflanze, ihr seht es, die wächst ja auch ganz gut. Die wird halt nicht ganz so mächtig wie in einem großen Becken. Das ist auch ganz gut so. Finde ich ganz schön, so als Mittelgrundpflanze. Ja, mal gucken, wie sich die Echinodorus Ocelot hier drinne etabliert und wie die dann da drinne zurechtkommt. Aber ich sag mal, das Licht, was ich jetzt hier drüber habe, das reicht vollkommen aus für das Becken. Ist halt blöd, weil das ja eigentlich eine Lampe ist, die für 1,20 Meter Becken ist. Also die steht rechts und links einiges an Zentimeter über, aber ja, ist halt so, ne? Stört mich jetzt nicht unbedingt. Ja, gut. Ansonsten würde ich sagen, soll es das für das kleine Update gewesen sein. Viel gibt es da ja eh nicht zu berichten. Außer dass es den Fischen gut geht. Man sieht es ja, die sind mobil, sind gut im Becken unterwegs und haben sich von ihrer Verpilzung echt gut erholt. Ja, da bin ich ganz froh drüber, dass ich da keine Ausfälle hatte bis jetzt. Auch bei den Mollys gar keine Ausfälle bis jetzt. Ne? Also da bin ich echt zufrieden. Und einige sind schon wirklich schön groß. Die sind eigentlich schon fast in der Größe. Naja, nochmal ein bisschen abwarten, aber die sind eigentlich schon fast in der Größe, die einen oder anderen, dass ich sie abgeben kann. Aber ich warte da jetzt nochmal 1, 2 Monate und dann schaue ich mal, was sich da an Geschlechtern bildet. Ja. Gut, wie gesagt, das soll es für das Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts Neues, wenn ich was hochlade. Und ja, ich würde dann sagen, bye bye, bis zum nächsten Video.